Hey, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Hearthstone Battlegrounds. Nein, wir werden heute nicht als Ambassador für Yelena spielen. Wir probieren uns. Ich habe seitdem Buddy-System nicht Mutanis und den Buddy zu laufen bekommen gekriegt bisher. Wir haben hier ihn mit dem meines Erachtens nicht allzu interessanten Buddy und Galewing ist, glaube ich, auch nicht mehr so das Wahre. Probieren wir mal mit Mutanos. Ich bin nebenbei auf hsreplay.net unterwegs. Da ist nämlich eine gute Übersicht, was. Oh, wen nehme ich denn da? Gehen wir hier das? Oder wir müssen eigentlich das hier gehen. Das ist nämlich eine gute Übersicht, was die Tierlist betrifft, aber die haben auch eine gewisse Beschreibung für die jeweiligen Helden dabei. Die behaupten, dass der Buddy wirklich wichtig sei. Und vor allem ebenfalls wichtig ist, dass man die Nummer an Minions auf seinem Feld gering hält und sehr schnell levelt. Und das ist natürlich wichtig. Don't wait too long to eat your buddy. Before you do, put at least 3 good units on the board. Many Divine Shield Cards. Wäre möglich, ja. Ja, hier ist wirklich die Überlegung. Sehr schön. Will man das hier einsetzen, während er ein simpler Minion ist? Oder setzt man das tatsächlich ein, wenn er die goldene Version ist? Guck mal, haben die da noch irgendwas geschrieben? Hero Power, almost every turn. Achso, Hero Power. Then land these buffs on your body. Ja, das war mein Problem. Seine Hero Power jede Runde einsetzen ist manchmal gar nicht so einfach, weil man immer denkt, man muss auf der Kurve bleiben. Aber vielleicht ist das wiederum der Punkt, dass man gerade eben nicht so schnell levelt. Und das ist halt das Problem. Das haben die hier nicht als Übersicht. Ich gehe mal davon aus, wenn man für deren Service zahlt schon. Aber nicht for free. Das heißt, nächste Runde müssen wir schon mal gucken, was wir da verspachteln. Damit der Winter tatsächlich sogar. Und cool. So wird hier auf jeden Fall keine Elementals. Du bist dort. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Meine Frage wird nur sein, vielleicht kauft man den verspachtelt, den? Damit kombiniert sich der immer mit dem immerhin. Und dann könnte man überlegen, das nächste Runde auf ihn zu machen. Meine große Frage ist halt nur, man hat halt. Ja, okay, man könnte nächste Runde zwei Minions kaufen und halt einen verarbeiten. Aber das ist kostenlos, dann gehe ich wieder auf 7 hoch. Deswegen, ich mag das halt von der Idee noch nicht so hundertprozentig. Das sollte trotzdem in Ordnung gehen. Okay, also wir konzentrieren uns auf Divine Shield Minions. Keep up the momentum, friend. Und hoffen uns, dass das zu irgendwas führt. Okay, den hat er nicht besiegt. Oh boy. No, nicht in den... War ja klar. War ja klar. 8,2%. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel natürlich eine interessante Situation, denn die beiden sind nicht verkehrt, um den extra Bloodgem zu bekommen. Also würde ich persönlich das ganz gerne so machen. So, wir gehen jetzt aber trotzdem hin und schmeißen das jetzt darüber. Jetzt haben wir ein Ding, den wir da nicht brauchen. Ha, okay, wir könnten hier theoretisch munter weitermachen. Aber das ist so die Frage, wir gehen nur noch 4 runter. Wir haben 7. Wenn wir einen verspachteln, gehen wir auf 8 hoch. Aber am liebsten würde ich dann doch eigentlich auf 3 hochwandern, damit ich die Möglichkeit habe, nächste Runde dann... Ne, Moment, Elemente sind nicht drin. Wer ist denn auf 3? Irgendwie interessant ist auf 3. Ja doch, der andere Mech ist auf 3. Der andere Mech mit Divine Shield. Also vielleicht ist das eine Runde, wo man ganz bewusst nicht seine Hero Power einsetzt. Wohl gesagt, wird man so jede Runde setzen. Naja.
Ja, sehr schick. Obwohl es besser gewesen wäre, wenn er den anderen angegriffen hätte. Wenn die sich wirklich einfach sofort gegeneinander ausgestattet hätten, dann hätte nämlich der andere Kollege mit seinem Treffer hier noch den Bloodgem bekommen können. So, wir könnten leveln. Wir könnten einen von den Aufgaben lassen. Vielleicht muss man hier wirklich einfach eisenhart sein. Wir nehmen den, wir nehmen dich, weil du die meisten Stats hast, und wir verspachteln den, weil du die meisten Stats hast. Na ja, klar. Aber das Schöne ist, du gibst immer noch den einen Buff, den ich dir jetzt gebe. Der da, ist der einzige Tier 3 Minion. Also das ist natürlich von den Stats nicht verkehrt. So ist es nicht. Meine Frage ist, zeigen die den eigentlich an? Die meisten Seiten zeigen wirklich immer nur an, das normale, Common Minion, aber nicht die Gold-Variante. Ich meine, die Gold-Variante springt gleich auf 5 von denen? Irgend sowas meine ich in Erinnerung zu haben. Ich meine, ich kann ja nebenbei ganz kurz mal gucken. Zeigen die hier auch die Gold? 4. Okay, also wirklich einfache Verdopplung. War zu erwarten, aber gut zu wissen. Ja, ist natürlich klar, die meisten... Oh, der hat aufgegeben. Ja, der wird hier nicht viel zu lachen haben. There he is. Okay, und jetzt kommt natürlich die Sache, dass wir jetzt anfangen, den ebenfalls zu füttern. Meine Frage wird nur sein, wie zum Kuckuck mache ich das? Den spielen, hoffen, dass wir den dann irgendwie treffen? Oh, natürlich auch nicht verkehrt. Aber du bist wichtig. Wo ist jetzt die Frage, ist, ob man auf... wie maut man das auf? So, als erstes... Doch, ich muss dich eigentlich hier schon spielen. So, ich verabschiede mich von dir. Ja, war ja klar. Auch einer von euch, supi. Okay, das geht sogar auch in Ordnung. Ich nehme gleich 2 von euch. So, du wanderst an die 1. Will ich das gleich dir geben? Ja, warum eigentlich nicht? Hier schon so ein bisschen den Anfang machen. Also, hier entschuldige ich mich gleich von Anfang an, wie chaotisch ich das spiele. Ich habe keine Ahnung, wie man das gescheit macht. Wenn man sieht, wie viel der hat. Gerade er ist so einer, der richtig auf Tempo geht. Ah, ja, klar. Wunderbar. Der hätte nämlich ja auch noch einen Unentschieden rausziehen können. Haha. 5 bis 9 sind irgendwie 6 geworden. Irgendwie Schaden gemacht. Supi. So. Verabschiede mich jetzt von dir. Okay. Ich glaube, das muss ich sogar tatsächlich erstmal beibehalten. Da habe ich nämlich hier die Möglichkeit auf einen Triple und theoretisch den kann ich auch noch jemandem reinschieben. Wenn ich nämlich das ihm gebe, habe ich die Möglichkeit, dass er wiederum sein Divine Shit erneut bekommt. So, und ich würde sagen, den Rest gebe ich einfach schon mal weiterhin dir. Ja, ich hoffe, das ist nicht dumm, was ich hier mache. Ich weiß, es sind nur Tier 1 Minions. Ein Triple. Was hätte ich von einem Triple auf Tier 5? Das ist eh die große Frage. I don't know. I don't know. Ist es das wert?
Ich mach's einfach mal. Vielleicht ist es falsch, mit dem Helden sich so sehr auf Triple zu fokussieren. Vielleicht lasse ich auch wirklich den da außen in der Ruhe. Oh, der hat sich da schon jemanden geklaut. Und der hat den gleichen Snipe. Das ist natürlich unfein. Das ging in Ordnung. Das ging auch in Ordnung. Mhm. Hey. Das hat gut funktioniert. Auch wenn wir wieder sehr am unteren Ende des Durchschnitts Schaden gemacht haben. Okay. Ich sollte meine Hero Power wieder mal einsetzen. Das heißt, ich verabschiede mich von dir. Mhm, great. Wir haben nicht viele Minion, aber das ist natürlich der Witz. Poisonous. Ein Minion mit 4 Poisonous zu haben, ist natürlich auch nicht verkehrt. Gegen wen hatten wir gerade eben gespielt? Gegen dich. Die Chance ist hoch, dass wir nur Schrott bekommen. The start of your turn, add your last opponent's body to your hand. Würden wir den kriegen können, wäre das natürlich nicht verkehrt. Was hattest du? At the end of your turn, add a random minion of your tavern tier to your hand. Oh, ich kann es aber nicht machen. Das kann ich jedoch nicht machen. Ja, wäre hier noch was Interessantes, würde ich hier natürlich auch ganz gerne mitnehmen, aber nicht so. Die war natürlich auch nicht verkehrt. Ja, das Problem wird wirklich sein, dass er erstmal irgendwie überleben muss. Gerade wenn wir hier Leute haben, die mit Divine Shit rumtanzen. Die gehen nicht so schnell drauf. Einer mit 33 am Anfang. Ja, sehr gut. War ja klar. War ja klar, dass der sofort gesniped wird. Das wird ihn jetzt natürlich gut füttern. Aber ich werde ihm nicht zum Sieg helfen. Yes, sehr gut. Er braucht also jetzt noch eine Runde mehr. Das könnte für ihn natürlich gefährlich sein. Okay. Wie zum Kuckuck spiele ich das jetzt weiter? Schon wieder 2 von euch. Was vermutlich gar nicht verkehrt ist, zumindest einen von denen zu haben. So, ich gebe auf jeden Fall mal dich jetzt auf. Gott, da springt immer an die dümmsten Stellen. Deswegen, das ist mein großes Problem. Die springen alle nie zu dem. Deswegen zu sagen, oh ja, habe immer 3 Divine Shield Minion, das funktioniert nur nicht. Das funktioniert halt leider nur alles nicht so. So, meine Frage ist, wenn ich den möglichst nah nach vorne stellen würde, dann hätte ich immerhin die Möglichkeit, den halbwegs sicher zu triggern. I'm on it. Das ist alles vor. Du gehst sogar halbwegs. Wenn ich den dann golden habe, dann geht der auf 4 andere Minions. Also die Frage, ob das dann halt schon gut genug ist. You're doing great out there. Oh boy. Ja, der Gegner darf natürlich jetzt erst angreifen. Das ist natürlich gerade so noch in Ordnung gewesen. No, nicht den. Okay, gut, der war sogar gut. Das weniger, ein Minion zu wenig. Aber er hat jetzt hier endlich sein Zeug. Und wo das ist? Zum Glück. Okay, den entfernen ist gut. Aber der macht so viel. Schade eigentlich. Wir waren relativ gut dabei mit 5er Winning Streak. Haben wir doch nicht unendlich viel Schaden gemacht. Okay. Ich gehe ein hoch.
Yes. Ich verspachte den Freund. Ja, von mir aus. Und dann könnte ich mir zum Beispiel ihn holen. Dann würde er und einer von den beiden das bekommen. Ich könnte mir aber auch das hier holen, damit die beiden gebufft werden. Plus 4 Attack oder plus 3, 3 auf 3 verteilt. Das ist vermutlich alles schrottig, wenn wir ehrlich sind. Mehr Attack könnte mir helfen trotzdem insgesamt. Ja, von mir aus. Eine Frage ist, wenn ich dich an die erste Stelle stellen würde. Ich mag aber die Kombination. Vielleicht mache ich das so. Meine Gefahr ist auf jeden Fall einfach nur gegeben, dass mir die Divine Shield Strategie zerstört wird, wenn der nicht, oder er nicht als erstes angreift, sondern er. So kann ich sagen, Angriff, der rennt irgendwo anders rein, dann rennt der da rein und hoffentlich stirbt dann wiederum. Uff, da sind ein paar dabei. Oh, End-of-Turn-Effekt und einen Felbert hinterher. Das ist natürlich übel. Mhm, ja, nicht so, aber das Schöne ist, wir gewinnen das trotzdem irgendwie. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie du da hinwanderst. 18. 18 auf 4. Dann seid es aber nicht ihr beide. Du bist in Ordnung, Theodor. Aber wie auch ich schon mal ein paar Mal angemerkt habe, ich krieg zu wenig Zeug darauf gespuckt. Wäre das Ding ein Ticken stärker? Oh, ein Amalgadon. Ein starker Amalgadon wäre nicht verkehrt. Wir haben hier einen Beast. Wir könnten einen Beast hinzufügen. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht verschwendet, das Gold. Ja, ist ein bisschen doof. Ich könnte ihn noch kaufen, das wäre auch nicht schlecht wegen den Divine. Egal, ob ich jetzt hier einen Drache habe oder denn ihn hier. Ich glaube, den Drachen werde ich dann gleich aufgeben. Es war ja klar, dass ich nur Schrott bekomme. Es war ja so klar. Hey, der erste Gescheiter. Ein bisschen stärker machen. Noch einer von euch. Indeed. Ja, ich probiere es. Mit ein bisschen Glück kriege ich nämlich mindestens 2, vielleicht sogar 3 von denen. Du gehst auf jeden Fall relativ zügig drauf. War das richtig von der Position? Ne, vermutlich auch nicht. Je nachdem, was da jetzt kommt. Ja, der wird ihn aber zerlegen, so oder so. Interessant, wie er das aufgebaut hat, weil das ist nämlich nicht das Cleverste. Sind ein paar doofe Trades mit dabei gewesen. Nicht so. Okay, und die drei schaffen es immerhin noch, das Unentschieden rauszuholen. Eieiei, 17,6. So hätte das also nicht aussehen sollen. Ja, ich gebe dich wieder auf. Okay. Du wärst auch nicht uninteressant, aber nicht interessant insgesamt. Oder sollte ich den holen, dann, um die da aufzuteilen? Das wäre vermutlich auch die Überlegung wert, ja.
So, wir machen es aber wie folgt. Wir spielen die beiden ganz bewusst. Weil dann ist das nämlich jetzt hier 3 insgesamt schon wert. So, das wird auf 4 aufgeteilt. Ich verkaufe die beiden und hole ihn noch oben drauf. Ich hätte natürlich lieber was anderes, wenn ich ehrlich bin. Darf ich mir noch eine Runde erlauben zu warten? Eigentlich nicht. Oh, ich muss eine Runde warten, weil ich nicht mehr spalten kann. Vielleicht muss ich einen von denen mitkriegen. Jetzt muss ich da nochmal reinpressen. Oder vielleicht einen von denen reinpressen oder den, irgend sowas. Ich glaube, das wird im Endeffekt die Idee sein. Das heißt, nächste Runde, wenn wir hoffentlich mindestens 2 Bloodgems bekommen haben, die drücken wir dann nochmal da rein für 3-3 jeweils. Und dann werden wir den magischen Move machen. Und ich werde den tatsächlich sogar behalten. Vielleicht sogar die beiden hier jeweils nutzen. Irgend sowas. Der eine mit Poisonous, wenn der nochmal stärker wird, das würde mir auch nochmal helfen, definitiv. Ah, shit, Foul Reaper. Oh, shit, oh, shit. Natürlich rennt er auch noch dorthin, wo es ungesund wird. Oh, sehr gut. Weniger gut. Hm. Läuft aber auch wirklich dumm rein, wenn ich mal ganz ehrlich das so sagen darf. No, den Foul Reaper ausschalten. Macht er unendlich viel Schaden mit wirklich nur Dummzeug. Hm. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück wird nächste Runde angenehmer. Oh, wir haben jemanden, der rausgeflogen ist. Kann ich leveln? Ich level, verkaufe 3. Beziehungsweise ich mache erstmal das da. So. Das wären 4. Jetzt hat der nochmal das nur verzeihbar. Ja. Das ist nicht verkehrt. So, jetzt gebe ich das nochmal dir. Wichtig ist logischerweise jetzt nur, wir wollen den nicht trippen. Da kommt jemand mit Demons. Aber das soll mir bewusst sein. Jetzt müssen wir nur überlegen, was wir mit dem Rest hier machen. Wir haben noch 2 Slots frei. Wir sind aber Tavern Tier 6, das heißt also, mit ein bisschen Glück kriegen wir Minions, die uns hier tatsächlich helfen. Also sowas wie ein Amalgadon, ja, vermutlich eher weniger mittlerweile, aber weil wir unsere Vielfalt doch sehr gut aufgegeben haben. Man hätte natürlich fragen können, hey, Amalgadon und Seven Finn, oder S.I. Finn, Seven. Das Problem ist schlichtweg, er hatte Taunt. Das heißt also, da wird der niemals lang genug überleben, dass der tatsächlich dann auch sein Poisonous bekommt. Das heißt, er muss entweder von alleine haben Poisonous, oder er muss so nicht mit Horn ausgestattet sein, dass er das Ganze überlebt. Wir brauchen auf jeden Fall... Also da muss man schon sagen, ist nicht so, als wäre der schwach. Der hat definitiv einen sehr, sehr starken Minion. Mhm, der gerade nochmal so ein bisschen Stärke dazu gewonnen hat. Ah, die 3 Dreckskinder. Ich hasse den. Ich krieg den nie zu laufen, weil ich da für meine Sachen zu viel Platz verschwende. Aha. Ja, also, der Pinkman hat definitiv nochmal so ein bisschen Schaden anrichten können. So. Da waren es nur noch 4. Ja, Dragon Boy ist ein Problem. Dragon Boy ist ein großes Problem. So, keiner von euch hat ernsthaft irgendwas. Man könnte dir das irgendwie überreichen. Noch nicht so der größte Fan davon, wenn ich ehrlich bin. Sag mal, ich würde leveln. Aber du hast auch noch den Dingsspucker. Hm, der wird mir das Genick brechen. Okay, ich nehme dich und nehme ganz bewusst dich. Du hattest einen Bloodgem abbekommen, du hattest keinen, das ist okay. Ich gebe das ganz bewusst dir, damit du ein bisschen mehr überlebst.
Aha. Ich könnte jetzt überlegen, die beiden aufzugeben, um zum Beispiel ihn zu holen. Ist das jedoch wert? Könnte natürlich auch überlegen, ihn zu holen. Das Problem ist, die müssen erstmal den Divine Shield durchkommen, was nicht unmöglich wäre. Ich glaube, ich lasse das Futter einfach mal ganz kurz hier. Er hat 7 Drachen. Er könnte in Armageddon trotzdem dabei sein. Keine Ahnung, wie ich das am besten spiele. Ich könnte den... Ich probiere mal einen da vorne hinzustellen. In der Hoffnung, dass falls der Drache auf einmal sowas wie ein Armageddon ist oder irgendwas, was Divine Shield hat, dass wir den da umrennen. Ja, das war der genau gleiche wie damals. Und oh, die Dinger sind mittlerweile sehr, sehr stark. Okay, gut. Weniger. Sehr gut. Meine wird leider noch nicht reichen, um ihn zu besiegen. Aber es bestand die Chance, oder? Ja, eine geringe, aber es bestand. Okay, wir sind also theoretisch halbwegs gewappnet. Ich könnte überlegen, einfach Brand zu taunten. Einfach nur als... Oh, der hat... Brand taunten und dann jemanden doof daneben stellen. Das wird vermutlich die Idee sein, aber nicht so spielen. Noch meinen Brand. Das ist leider nicht interessant genug. Gerade vor allem, weil er hier nur 2 Ziele aktuell treffen würde. Du wärst natürlich interessant, aber du würdest eh dann drauf gehen. So, ich verabschiede mich. Ja, von mir aus. Ich Wurst. War ja klar. War ja so klar. Ich suche nach was Cleverem. Keiner von euch ist wirklich clever. Ach, das ist alles. Doch, genau den einen suchte ich. Ideal. Ideal. Dich wollte ich nicht nochmal unbedingt haben. Du wärst vielleicht nochmal interessant. Hier sind ein paar interessante dabei. Okay. Das geht in Ordnung. Meine Frage ist auf 1. Ja, definitiv nicht. So, ich erhoffe mir damit, dass der wieder genau mit dem Dumbatz kommt. Und damit was trifft, was ihm nicht hilft. Nice. Obwohl, ich hätte lieber einen der Divine Shields. Ah, nicht so. Nicht so. Not like this. Okay, gut. Ah, nicht so gut. Der kriegt dann vermutlich auch 600 von denen. Jop. Aus Kurs. Aber das Gute ist, selbst wenn der jetzt hier gleich mit seinem Kollegen kommt, er kann mich nicht besiegen. Gut, das war ein Anfang. So, für den Kollegen müssen wir das jedoch anders spielen. Und da wird vermutlich dann auch Brandits sich demnächst verabschieden. Oh. Okay. Du hast gegen den Geist verloren. Okay, hurray, Mutanis. Endlich mal mit dem Buddy zusammen hinbekommen. Ja, also wenn der Mutanis-Buddy tatsächlich dann auch mal von diesen ganzen anderen Gespuckereien getroffen wird und man tatsächlich 4 Minions hat, die dann auch gut gebufft werden können, dann funktioniert das tatsächlich. Also, hey, hurray, das hatte ich wirklich nicht erwartet. Oh, wir haben mal wieder Sniper Boy, wir haben Bigglesworth, wir haben Cookie the Cook und Fungamancer Flurgle, der aktuell der einzige ist, der sich im Tier 1 befindet. After you sell a minion, add a random Murloc to Bob's Tavern. Das ist richtig stark. Der Buddy, transform minions in Bob's Tavern into Murlocs of the same tier. Das ist vielleicht nicht so toll, aber grundlegend natürlich eine große Masse an Murlocs zu bekommen. Oh Gott, damit. Wir haben Mech Lady, wir haben Ragnaros, wir haben Divine Shield Boy. Great. Toller Start. So, meine Frage ist, wollen wir uns tatsächlich hier zurückhalten? Ja, von mir aus. Wir kaufen, machen sonst aber gar nichts.
So, wir gucken einfach mal nebenbei, was so ein bisschen empfohlen wird. Your goal with Flogger is to first fill out the board with decent Murlocs, usually on Tier 2. Most of the Murloc buffs are on Tier 3, when you want to start buying and selling a lot. It's easy to line up triples with your hero power, so make sure to triple into Tier 5 cards, as both Brand Bronzebeard and SI7 are your best hits. Don't tell the others, I'm rooting for you. Ja, den hätten wir theoretisch besiegen können oder zumindest einen Unentschieden rausholen können, aber mir ist jetzt hier gerade so ein kleines bisschen wichtiger. Der mit Tier 2 und dann hier schon mal so ein bisschen Tempo reinzubekommen. Du hast natürlich auch gleich einen Mech gefunden. Das heißt also, der Mech ist entweder der Wauwau mit Divine Shear, der wäre also ein 3-2, der uns einfach zerstören würde. Oder es ist der 1-2 Mummybot, der wiederum dann 2-3 wäre. Und der würde mich halt auch zerstören. Cool. Good start. Ansonsten, du hast immerhin schon 2 Kills hinbekommen, mein Glückwunsch. Als jemand, der vor kurzem Ragnarok spielen durfte. Oder mal wieder versucht hatte. Und Ragnaros mit S hinten dran. Ja, wie zu erwarten war. Egal was kommt, viel zu schnell. Die meisten Leute versuchen eisenhart dich zu trollen. Um dir das Spiel zu versauen, wenn du Ragnaros bist. So, jetzt haben wir natürlich hier den schönen Spaß. Wir können verkaufen. Und ein neuer Murloc taucht auf. So, und dann haben wir natürlich hier einen interessanten Murloc. Den wir im Endeffekt verkaufen können, um einen neuen Murloc in die Hand zu bekommen. Sowie auch logischerweise dank der Hero Power in die Tavern. Ich denke, ist klar. Für aktuell geht es sogar in Ordnung, den erstmal nicht gleich wieder zu verkaufen. Weil, was wollen wir mit dem einen extra Gold? Der würde nur herumliegen. Und klar, eine Economy Unit ist dabei. Das geht auch in Ordnung. Aber interessant ist es insgesamt einfach nicht. Ja, natürlich unser Buddy. Da ist wirklich meines Erachtens wichtig zu gucken, den möglichst spät einzusetzen. Klar, wir wollen das nicht zu lange aufheben, denn es ist ein Vorteil, den wir gebrauchen können. Wir haben auch nichts davon, Brand zu haben, denn dann werden einfach die Dinger zweimal durchgemixt. Aber die Idee wäre natürlich, Tavern Tier 5 erreichen zu können, da ein paar Fünfer vielleicht im Angebot zu haben und die dann zu Murlocs zu machen. Denn man darf nicht vergessen, das bricht mir leider das Genick. Super. Hätte ich andersrum angegriffen worden, wäre es vermutlich in Ordnung gewesen. Ja. Die Chance war geringer zu verlieren. Wir haben es geschafft. So, wir gehen jetzt hin. Ich glaube, das wird es tatsächlich sogar sein. Genau, wir holen ihn, verkaufen ihn. Oh. Okay, und wir leveln. Das war nicht die Idee. Und das ist auch nicht besser. Ich glaube, hier müssen wir tatsächlich einfach clever sein und etwas nehmen, was Stats hat. Ja. Das wird mir nicht helfen. Und dich werde ich auch nicht frieren. Auf jeden Fall nochmal kurz zurückzuspringen. Wenn man die Chance hat, sagen wir mal wirklich 3 von wie viel auch immer, das sind 5, 6 Minions auf Tier 5 zu haben und dann den Murloc spielt, der hier die alle verwandelt, würde man nur Murloc-Karten sehen und dann auf Tavern Tier 5, da sind nicht unbedingt viele Murlocs unterwegs. Das heißt also, die Chance, da was richtig Gutes zu bekommen, ist sogar durchaus hoch. Aber, wie immer, man muss halt gucken, was für Tavern Tiers hat man im Angebot und man muss auch so ein bisschen wissen, wo was herumäumelt. Wenn man da wirklich halt nur Tavern Tier 4s hat, das wäre auch richtig gut. Tavern Tier 3 auch richtig gut. 2, ne, vielleicht weniger. Don't tell the others. Aber wenn man da wirklich auf der Jagd nach Triples ist. Also hier war natürlich wirklich das große Problem. Oh, der hat natürlich auch noch richtig viel im Angebot. Aber es ist genug. Die Frage ist... Oh, du hast sogar schon deinen Mage-Secret gefunden. Great. Eisblock. Und gleich 2 von euch. Meine Frage ist... Okay, ich hole die... Und ich verkaufe die definitiv. Aha. Okay. Gesundheit. Meine Frage ist jetzt, wenn ich den hole,
Mal gucken, wie ich das am besten spiele. Aha. Nochmal du, okay. Will ich die beiden einfrieren? Du bist eigentlich richtig gut, wenn wir ehrlich sind. Die beiden wieder verkaufen? No, das ist Overkill. Du wärst wichtig. Aber ist es das wert? Nächste Runde gehen wir definitiv auf 4 hoch. Ja, ich denke, wir müssen es sogar machen. Einfach weil da Murlocs dabei sind. Ich glaube, durch das Rollen. Nee, der richtig gute Murloc ist auf 4. Und so sollte klar sein, wie ja auch schon vorgelesen, Bran ist ganz, ganz wichtig. Na, sehr schön. Ja, dem die Weinschild zu geben, ist vielleicht nicht die hellste Entscheidung. Aber hey, du hast es immerhin geschafft, genau das zu bekommen, für was die Karte gedacht ist. Okay, wir könnten leveln. Sonst haben wir nur das Leveln leider noch nicht so hundertprozentig ideal ist, aber whatever. Wir gehen hin, verkaufen sogar tatsächlich ihn. Oh, wow. Das ist wirklich gut. Haben wir die nächste Runde eine Chance? Wir kaufen ihn als erstes, trippeln den. Das ist natürlich schade. Ich würde ganz gerne erst Bran bekommen, dann den Effekt einsetzen, damit ich ihn doppelt bekomme, aber so funktioniert das halt leider nicht. Ja, dich kaufen. Da haben wir nochmal extra HP für 2. Geht also in Ordnung. Das ist ein ordentlicher Start, auch wenn wir von den HP her relativ weit unten sind. Du bist auch noch nicht Turn 6 auf deine Hero Power gekommen. 11 fehlen dir noch. Du hattest auch noch eigentlich nicht unendlich viel Stand. Deswegen darf nicht vergessen, Armor verschiebt das Ganze doch extremst. Dann kann man viele Runden verlieren und auf einmal merkt man, oh, man hat trotzdem erst 32, weil man halt durch 7 Armor am Anfang gut an Schaden wegstecken konnte. Also es ist ein wichtiges System, das sogar wirklich effektiv ist. Jetzt müssen wir trotzdem nur so ein bisschen hoffen, dass das, was wir bisher haben, uns noch so ein bisschen tragen kann. Oha. Was bist denn du? 3, ich bin 4. Ja, okay, das erklärt, warum er mehr... Oh, natürlich kriegt er dem... Okay, das geht auch noch in Ordnung, aber es wird natürlich schwer, tatsächlich den ganz Großen zu entfernen. Aber nicht unmöglich. Schick. So. Oh, du auch noch. Oh, ihr auch noch. Ich glaube, ich muss hier einfach aggressiv sein. Möglichst viele hier haben, das gibt denen nämlich auch nochmal was. Aha. Und der SI-7. Nice. Die buffen sich mit jeweils einem Attack. Die beiden sorgen dafür, dass mindestens nochmal 2 oder so gesehen mit jedem dann 4 nochmal an extra HP bekommt. Das ging natürlich alles nicht auf den Kollegen. Supi. Okay, es sollte klar sein, wir werden eine Runde mindestens warten, damit wir wieder ein volles Board haben. Und dann werden wir vermutlich auch eisenhart den Kollegen einsetzen. Klar hätte ich ganz gerne lieber Tavern Tier 5, da die Chance zu haben, vielleicht schnell einen Triple zu bekommen, denn man darf nicht vergessen, wenn der auf Golden ist, gibt er gleich 2 Murlocs Poisonous. Und unsere Aufgabe ist jetzt nun mal zu versuchen, am besten vermutlich den beiden ihm vielleicht, wenn er erstmal Golden wäre und wir vielleicht den beiden schon mal Poisonous gegeben haben. Weil wir sind, solange wir kein Poisonous haben, darauf angewiesen, dass trotzdem wir nach Stats orientieren. Wo Stats? Da hin. Also am besten wäre erstmal ihm das zu geben. Dann vielleicht ihm selber.
Und dann alles, was sie tatsächlich behalten wollen, was vermutlich aktuell sogar die goldene Variante ist. Oh, das Ding da hinten. I hate you. So ein nerviges Vieh. Auch interessant zu beobachten, dass er... Oh, sehr schön. No! Und mit dem gottverdammten Snipes gibt's ja nicht. Aha, er hat schon seine Idee gehabt, wie er das umsetzt, aber... Ich habe ihm das Ganze zerstört. Aber das war auch zum gewissen Grad sein eigener Fehler. Er hatte 2 Minions dabei, 3 Minions dabei, die nicht mech sind. Dementsprechend habe ich genug Zeit gehabt, da mit RNG... will ich den haben? Bin mir auf jeden Fall von den Minions, die mir angeboten werden, nicht interessant genug. Weißt du was, ich nehme es erstmal mit. Oh, wow. Okay. Gimme, gimme. Oh, wow. Das wird immer besser. Ein 4. Ein 4. No. Jetzt kriege ich auch noch einen von denen entgegengeworfen. Hätte ich hier Bran bekommen, hätte ich sogar einen richtig guten... No, das sind mir zu viele Zweier. Zu viele Zweier, aber wenn ich den hier... Ich probier's. Aha. Hier sind ein paar gute Sachen dabei. Ich krieg keinen Bran. Mir wird jetzt hier kein Bran erlaubt. Das ist doch unglaublich. Ja, du musst definitiv eingefroren werden. Ja, das ist zum Mäusemelken. Du bist gut, du bist gut. Dich werden wir vielleicht auch nochmal mitnehmen. Vielleicht gebe ich ihn hier wieder auf. Warum ist der da ganz... Warum buffst du den? What? Achso, weil du den Effekt noch nicht freigeschalten hast. Was hast du dem gebufft? Achso, mit dem da wiederum. Das ist eine Entscheidung. Nur nicht ganz nachvollziehe. Und? Okay, dem. Ist immerhin mal etwas. Ja, du bist leicht witzfrei, muss ich offen zugeben, aber alles andere war nicht besser. Wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Du bist nicht verkehrt. Dich können wir von mir aus sogar nach ganz vorne schieben, jetzt wo da auch Piraten schon auf uns warten. Aber ich glaube, dich muss ich loswerden. So, wir fangen einfach mal an. Ja, ich glaube, dich muss ich loswerden. Alles andere ist sogar wichtig. Noch einer von euch. Wenn ich ein bisschen Glück habe. Ah, wie spiele ich das am besten? Das kann logischerweise jetzt schief laufen. Auch nicht verkehrt. So, wir geben euch hier wieder auf. Hat ein paar gute Sachen dabei. Aha. Also eigentlich muss ich dich kaufen. Moment, dann machen wir erstmal dich. Haha, ein paar wirklich nette Sachen dabei. Oh, wow. Ich komme nicht dazu. Ich will eigentlich rollen, aber ich will das Zeug gleichzeitig bekommen. Jetzt kann ich wieder nicht. Ich kann wieder nicht rollen. Oh, weil ich den unbedingt haben muss. So, du auf der 1. Meine Frage ist, ob ich es nicht schaffe. Ich weiß, es ist ein bisschen riskant. Eigentlich müsste ich das ihm weiterhin geben. Oder ihm müsste ich eigentlich irgendwann aufgeben. Weil die plus 4 sind jetzt nicht mehr die Welt. Es geht uns eigentlich darum. Nächste Runde könnten wir auf 6 hochgehen. Haben wir davon was? Eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist interessanterweise kein Grund, den auf 1 überhaupt zu haben. Könntet ihr bitte draufgehen? Ist doch nicht. Ich krieg's nicht hin, den Poisons zu geben. Meine Minions sind zu stark. Nee, ich glaube, ich muss auf 4 bleiben.
so doof das ist? Weil auf 6 krieg ich einen Amalgadon. Davon habe ich nicht viel. So, was ich mache, ist ganz bewusst ihn kaufen. Damit da der extra Murloc dabei ist. Oh, da ist er. Der hier ist... Jetzt muss ich anschauen, eigentlich wieder einen von denen zu skalieren. Den gebe ich ja eigentlich auf dich. Vermutlich sogar. Aber ich will keinen von denen hier. Oder ich könnte natürlich anfangen, den nächsten Swolfin zu machen. Weil der nächste ist definitiv stärker. Ja, ich gebe dich auf. Sorry. Oh, du bist vermutlich auch nicht verkehrt. Jetzt kriegen wir nämlich doppelte Buffs. Und ich krieg's nicht hin. Krieg's nicht hin zu rollen. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal rollen. Einfach nur, um davon wegzukommen. So, wieder mal Mechs. Das wird vermutlich jetzt nicht so angenehm. Ja, okay, von mir aus. Du rennst vermutlich eh nur in Blödsinn rein. Oder ich lass ihn ganz bewusst an der 1 rennen. Dann dich. Deswegen meine Überlegung ist halt, einen von ihnen ganz vorne dann hinzustellen, wenn er Poisons hat. Weil entweder rennt er in Divine Shield rein, was dann halt nur bufft. Falls aber was Stärkeres steht, dann hat er immerhin noch die Möglichkeit, den auch noch auszuschalten. Ja, ist ein bisschen riskant, was ich hier spiele. Aber im Endeffekt ist wichtig, dass er mit Poisons vorne ist. Du bist sogar noch weiter vorne, weil der vermutlich irgendwann anfangen wird, da irgendwelche Divine Shields mir in den Weg zu stellen. Oh, Magnus ist platt. Mupsi. Ja, okay, ich sehe schon, was er hier macht. No. Hände weg davon. Ja, ja, du holst alle Mechs. Oh, come on. Aufhören, da hinten einzuprügeln. Nicht lustig. Oh, das wird ein Bombardement. Aber zum Glück konnten wir es ein bisschen kürzer halten. Das ging alles auf den einen und dann haben sie die noch nicht mal... Das wird mir das Genick brechen im Endeffekt. Dadurch, dass ich... nicht rechtzeitig meine... meine Poisonous auf die Murlocs bekomme. Was spielen wir denn jetzt hier am besten? Die Überlegung muss eigentlich schon fast sein, dass jemand fliegt. Vielleicht bist das sogar tatsächlich du. Wir leveln einmal ruhig. Ein bisschen zeitlich versetzt, aber das soll in Ordnung gehen. Was hier doch nicht in Ordnung geht, aber damit könnten wir arbeiten. Wenn wir den aufgeben, hätte ich die Möglichkeit, einen Minion zu bekommen. Yes. Nicht du. Nicht du. Das Gute ist aber, wir haben noch einen Minion, den wir weiter vorne hinstellen können, der noch nicht stark genug ist und dementsprechend schnell umkippt. Die drei draufgehen. Am besten, wie gesagt, die hinteren drei müssten was bekommen. Du wärst auch in Ordnung, weil ich immer noch damit hoffe, zwei weitere von denen irgendwann zu erhalten. Und mit ein bisschen Glück ist das sogar vielleicht beim nächsten Mal drin. Problem ist nur, ich habe jetzt Bran. Das heißt also, das passiert ganz gerne. Man schmeißt mit den Bran rein, man transformiert die Minions in was richtig Gutes und dadurch, dass der zweimal ausgelöst wird, wird es erneut transformiert und dann ist es nicht mehr so gut. Aber wenn man wirklich vielleicht das Glück hat, den ein oder anderen Tier 5 zu bekommen, dann könnte man da vielleicht trotzdem was rausmachen, weil dann kriegen wir vielleicht ein Triple, was wiederum dann mir ein Tier 6 geben würde. Gott, die Anordnung sieht so furchtbar aus, aber so muss man es leider spielen, wenn man Poisons haben möchte. Schrott muss sterben. Und in der Zwischenzeit... das ist ein interessanter Build. What is this? Ich sehe ja, du hast sehr viel... Endlich ist es soweit! Gib mir der Poisons, nicht auf den! so typisch. Ja, der Kollege hat zu viel Blödsinn da vorne rumstehen.
war einer, immerhin. Aber das war mir natürlich trotzdem nicht genug. So, was kriegen wir so Feines? Wir haben ein Tier 6 und ein Murloc. Gucken wir mal. No. Hätte ich da bleiben sollen? Tier 5. Ich weiß nicht, wo ich damit hin soll. Vielleicht darf ich nicht zu gierig sein. Ich bin nicht hier gerade zu gierig. Ja, jetzt bin ich hier gerade definitiv zu gierig. Okay, das sieht richtig gut aus. Holy shit. Richtig, du existierst auch noch. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut, was ich hier bekommen habe. Meine Frage ist, muss ich jetzt Stat-Guy sein, ja oder nein? So, du bist angeblich 3 Piraten? 3? Keine Ahnung, was sein Bild tatsächlich darstellt. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, wirklich zu sagen, wie man das am besten spielt. Die Idee ist wieder hin, die drei rennen rein. Und ich hoffe, dass der da ganz hinten überlebt. Die Idee wird dann sein, den trippeln und dann anfangen, den Rest da reinzuwerfen, um möglichst viele Sets zu bekommen. Denn gerade der Kollege hier gibt richtig viel. Deswegen die Gefahr ist gerade, wir sind von den Sets gut dabei, aber wir dürfen nicht ignorieren, dass der Gegner natürlich nicht aufgibt. Der wird auch versuchen, bitte nicht den da hinten snipen, ja? Oh, sehr gut. Der snipet den da hinten, das gibt's doch nicht. Denn so hätten wir jetzt halt die Möglichkeit gehabt, theoretisch, dass zwei Leute... Okay, sehr gut. Yep, der hat sich den selber gegeben, das ist auch in Ordnung. Und ich gehe mal davon aus, dass das für ihn das hier jetzt war. Ja. Bye bye. Okay, wir trippeln jetzt den da. Definitiv. Und dann müssen wir schon gucken, wie wir das machen. Aha. Go big or go home, I always say. Oh, ein goldener Murloc. Ich hätte natürlich dann ganz gerne was anderes, muss ich ehrlich zugeben. A good tactical choice. Ich überlege auch gerade, wie man das am besten spielt. Ich glaube, hier werde ich einfach nur auf die Stats gucken, dass ich die ja kriege. Gar kein anderer Blödsinn. Okay. Die Aufgabe ist jetzt wieder möglichst viel da reinrennen zu lassen. Meine Frage muss sein, du hast 7 Piraten. Du gehst als erstes. Denn ich gehe davon aus, dass der... Nee, den Tornpirat hat man aktuell nicht mehr dringend drin. Ich denke, es ist aber trotzdem richtig... Wenn ich Pech habe, hat er richtig starke Minions. Sonst nicht, wird mir hier die nicht einfrieren. Der wird richtig starke Minions haben. Wichtig ist vor allem auch, er hat 7 Piraten, das heißt, er macht nicht den Scumbag-Build. Weißt du was? Du gehst trotzdem als erstes, denn der Kollege hat Secrets. Mit ein bisschen Pech hat er das Secret, das einem Divine Shield gibt. Und dann wäre es schade, wenn der da reinrennt. Du rennst rein. Und dann müssen wir hoffen, dass irgendwie du überlebst und vielleicht wenigstens 2 von denen Poisons geben könntest. Dann muss ich nächste Runde hoffen. Einerseits wären Brands ganz angenehm, noch ein paar von denen zu bekommen. Oder allgemein Tier 5, damit ich den hier wieder einsetzen kann. Was ein interessanten Bild. Nicht so stark wie erwartet. Der ist auch noch in den reingerannt, in den er nicht reinrennen sollte. Aber er lebt noch. Noch ist es alles in Ordnung. Tada, der aber nicht mehr. Okay. Wunderbar. 2 mit Poisonous. Ja, und dank seinem Secret überlebt er das sogar noch eine Runde. Okay, das ging gut. Das verlief gut. Wir müssen jetzt nur gucken,
Denn wir haben definitiv so ein paar Gegner, die meinen hier mit... Oh, du hast dich verabschiedet. Schick. Das ist alles Schrott. Das ist alles Schrott. Das sieht nicht besser aus, aber könnten sich überlegen, ein, weißt du was, ich bin mal so ein bisschen aggressiv. Will ich die eintauschen? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann habe ich nämlich nicht allzu viel. Wenn ich ihn nochmal holen würde. Das macht uns nochmal stärker. Große Frage ist... Ich habe jetzt vielen Minions bereits Poisons gegeben. Irgendwann muss ich ernsthaft überlegen... Habe ich wirklich keinen? Doch, ich habe einen Einblick von dir. Okay, du rennst da wieder rein. Ja, du hast den richtig merkwürdigen Build. Ich muss gucken, dass du eigentlich irgendwie Poisons bekommst. Oder allgemein ein noch weiterer Murloc Poisons bekommt. Das ist einer. Ja. Ich glaube, wenn ich hier einen Triple Bran hinbekomme, dann wäre das auch nicht verkehrt. Ja, ich denke, ich werde es einfach mal versuchen. Das Problem wird definitiv sein, dass er wirklich versuchen wird, denke ich einfach mal, falls er jetzt hier nicht nochmal was geändert hat. Hätte er den für 9-10 gehauen? Also entweder hast du jetzt wirklich nochmal auf Tier 6. Okay, du hast Bran. Man darf nicht unterschätzen, Bran plus Ticket Connector ist richtig gefährlich. Ich probiere mein Glück. Vielleicht kriege ich das hin, den auch noch golden zum, poisonous zu machen. Auch wenn das natürlich auch ein Problem ist. Wenn nicht, dann nicht. Dann habe ich immer noch einen Minion über, mit dem ich Stats Buff verteilen kann. Aha, du hast dich ein bisschen angepasst. Das war jetzt nicht hilfreich. Mhm, das macht dich durchaus gefährlich. Okay, da wirklich starke Sachen mit dabei. Und das könnte mir sogar tatsächlich im Endeffekt das Genick brechen, ja? Oder auch nicht. Ich hätte ihn nicht besiegen können, aber das lief natürlich trotzdem sehr gut. Chance? Na doch, gut. So, wir haben... Habe ich davon was, auf Tavern Tier 6 hochzugehen? Theoretisch, wenn ich Tavern Tier 6 Minions sehe, kriege ich Amalgadons. Das ist nicht verkehrt. Meine Frage ist... Du bist rein Piraten. Du bist mir eigentlich keine Gefahr. Weißt du was? Ich kauf dich. Will ich mir das einfacher machen? Ich könnte mir das einfacher machen, indem ich einfach den Ghoul hole. Aber ich glaube, der Ghoul... Den Ghoul hebe ich mir für den Collector auf. Falls der das nämlich überleben sollte, dass der Amalgadon, der theoretisch zu jeder Zeit noch, dank Mechs, die im Spiel sind, nochmal Divine Shield bekommen könnte. Damit kann ich nämlich auch sicherstellen, dass der doofe 8-6 Chargy Boy, dass der nicht einfach getriggert wird. Ich denke, das geht in Ordnung. Die Sache wird jetzt nur sein, dadurch, dass du Divine Shield hast, geht es in Ordnung, dass wir jetzt sogar tatsächlich anfangen, so ein bisschen nach Logik zu sortieren. Du wärst ganz schön, wenn wir dich vielleicht noch ein zweites Mal kriegen könnten. Und ansonsten wird es eigentlich schon relativ schwer, ernsthafte Verbesserungen zu finden. Bin mir nicht sicher, wo das hinführt. Vielleicht, wenn ich tatsächlich Brand trippeln könnte. Oh ja, da ist einiges dabei. Oh, der hat sogar auch einige dabei, die tatsächlich poisonous sind. Das ist sogar leicht ungesund. Das ist ungesunder, als ich es erwartet hatte. Ja, den Kampf gewinnt er sogar. Das ist natürlich unfein.
hätte ich den mal eingesetzt. So nehme ich jetzt unnötig Schaden. Interessant zu beobachten, weil der ist nicht ungefährlich. Oh, und dann waren wir nur noch... Oh, ha. Nur noch wir beide, ey. Oh, Triple Brand. Kriege ich hier irgendwas Gescheites? Ich überlege gerade, was ich spiele. Vielleicht spiele ich den jetzt einfach. Moment, was bist du? Du bist 3. Ich habe eine Chance, eine 3er zu bekommen. Ja. Ja, oder auch nicht. Ich weiß leider nicht, wie ich das besser spiele. Ich glaube, einen von denen aufzugeben, ist tatsächlich die Idee. Ja. Haha, nice. Haha, nice. Das ist schon beeindruckend, ja. Ah ne, halt, du musst verkauft werden, du musst gekauft werden. Du kannst von mir aus weg. Ja, ich muss mich eigentlich beeilen. Aha. I'm on it. Es dauert zu lange. Ich hab dip. Ja, der sollte da nicht. Oh gut, der hat sich noch bewegt. Puh. Ja, ich hatte zu lange überlegt. Okay, sehr schick. Haha, das zerstört den nämlich erstmal noch nicht. Na, nicht den. Mhm. Oh, im Endeffekt, ich habe so starke Stats. Ich behaupte einfach mal, dass der mich allzu gefährlich wird. Okay, wir haben seine beiden ganz gefährlichen jetzt getriggert. Der wird entfernt. Mhm. Und hat trotzdem noch genug HP. Das ist natürlich schon abartig. Oh, er hat einen besiegt. Ja, also, ich denke, man kann schon sehen, warum Flurgle aktuell einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste im Spiel ist. Weil es wirklich einfach ist, an Murloc zu kommen. Man muss nur meines Erachtens tatsächlich am Ende noch ein bisschen Glück haben, den Brand bekommen und dann loslegen. War hier der Ghoul am Endeffekt tatsächlich so wichtig? Bin mir gar nicht so sicher. Denn wir hatten Stats genug. Na, ich akzeptiere es einfach, denn hätte... Das ist dann auch gewesen von der Reihenfolge, doch von der Reihenfolge, was richtig, wie er es gespielt hat. Er hatte erst die beiden Tier 6 Max reingeworfen, dann wollte er den restlichen Minion logischerweise erst die Divine Shields geben. Ich denke, das war die richtige Reihenfolge. Aber wir haben es geschafft, immerhin einen von denen den Divine Shield wieder wegzunehmen. Und dementsprechend, ich denke, das ging so in Ordnung. Erster Platz, hurray, plus 100 Punkte, hurray. Und damit kommen wir mal wieder zu Ende eines weiteren Teils. Das lief gut, muss aber auch zugeben, ich hatte einige Spiele zwischen diesen beiden jetzt heutigen Partien, die einfach katastrophal waren. Also konstant irgendwie Unglück, die Gegner immer konstant richtig viel Glück, immer richtig stark auf die Fresse bekommen. Und dementsprechend, ja, wir mussten den stärksten Held nutzen, um tatsächlich mal wieder zu gewinnen, aber so läuft das in dem Spiel. Klar, man hat die Chance, auch mit schwächeren Helden zu gewinnen, aber... Wenn man halt einfach auch das Glück nicht hat, dann funktioniert hier überhaupt nichts. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.